Es ist natürlich wichtig, den Blutdruck zu messen, weil die Katzen können erblinden, die Katzen können Schlaganfälle erleiden. Ja, das Spannendste ist, wenn ich die Klemme freilasse, ob es blutet. Sie geben alles, wenn kein anderer helfen kann. Hier ist die Frau Dr. Eulitz. Der Tyson ist jetzt raus aus dem OP. Theresa Eulitz. Ich habe auch eine. Und Julia Nestler. Nehme ich mit. So, das passt alles hier vorne? Ja. Da kann ich nämlich auch noch mal auf den Schnabel gucken. Hallo, Muschputzi. Na? Sie haben ihre Tierliebe zum Beruf gemacht. Guter Hengst. Sie sind die Tierretter. Hallo. Morgen. Ja, können Sie gerne noch mal Platz nehmen. Ich gebe Bescheid. Danke. Der Louis hatte einen pulmonalen Hochdruck, also einen Druck in der Lunge, der dafür gesorgt hat, dass das rechte Herz überlastet war und er hat deswegen so schlecht geatmet. Und Jakra ist ein Medikament, was man dort nicht erwarten würde. Und es war auch wichtig, dass der Louis das an demselben Abend noch bekommt und dass die Besitzer extra noch losfahren, um das zu besorgen. Das ist eines der wenigen Medikamente, was dort so gut funktioniert. Wir haben gestern Abend die ersten Tabletten gegeben und die Tablettengabe war sehr, sehr kompliziert und leidet natürlich trotzdem noch ein bisschen, aber es geht hoffentlich bergauf. Ja, Louis, bitte. Oh ja, du kleine Maus. Ich muss auf die kleine Seite wechseln. Ich brauche noch einen Puls. Viel ruhiger, die Herzfrequenz. Viel besser. Ja, Fanfaren. Wir haben uns sehr gefreut. Also wir haben uns wirklich gefreut, weil wir auch selber mit so einer schnellen Besserung vielleicht nicht unbedingt gerechnet hatten. Er war ja wie neu. Ja, er war ziemlich gut drauf. So, nimmst du vielleicht einen auf den Arm? Vorsicht, er hat jetzt auch schon wieder Kraft für... Hast schon wieder Kraft. Für Gemecker. Für Chihuahua-Gemecker. Ein Chihuahua. Wird nicht gemeckert, ne? Ich habe auch ein Streichholzbein hier. Gleich geschafft, dann hast du eine Woche Ruhe von mir. So, dann ist es. Hallo? So, wunderbar. Gibt's noch Fragen? Gassi gehen, wie sieht das heute aus? Also haben Sie die Möglichkeit, dass er sich auch einfach im Grundstück irgendwo lösen kann, raussetzen, pullern wieder rein? Ja. Ich würde Ihnen nicht so viel zumuten. Okay. Also als Mensch würde er jetzt irgendwo liegen, an EKG und Co. Ja. Und müsste da erstmal die Füße hochlegen. Sie haben jetzt einen Intensivpatienten zu Hause, aber er macht sich ja ganz gut. Ja. Okay. Guti. Okay. Es war gestern schon eine große Aufregung und deswegen, sind wir ganz glücklich jetzt. Sind froh, jetzt ein bisschen, Sie strahlt wieder. Ja. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Also das ist was, das wird auch uns niemals oder hoffentlich niemals zur Routine werden, dass man diese Freude fühlt, wenn es gut läuft. Für mich ist dieser Beruf eigentlich kein Beruf, sondern eine Berufung, dass man das sehr gerne machen muss und da drin aufgeben muss, um wirklich gut zu sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste an der Sache, weil es geht ja nicht um die eigene Wohlfühlatmosphäre, sondern um das gute Gelingen am Patienten und darum, dass die Tiere schmerzfrei und zufrieden lange leben können. Wir werden ihn jetzt regelmäßig sehen, um diese Klappe, diese linke Herzklappe zu begleiten, dass diese sich im Laufe der Zeit nicht massiv verschlechtert. Schön aus. So, Herr Rudi. Ah ja, das ist doch schön. Das stimmt. Ich glaube, am liebsten auf dem genähten Stück. Ja, gut. Genau. Rudi ist ein einjähriger Hengst, hier auf dem Hof geboren. Und da es ganz viele hübsche Stuten hier gibt, würde er sie gerne alle decken, aber das funktioniert nie in einer Herde und dann deckt er seine eigene Mutter. Deswegen wird er heute gelegt, nennt man das, also kastriert. Wir werden ihn jetzt in Narkose legen und dann kommen, man kann es ja nett nennen, die Bommeln ab. Ein Mini-Shetty.
Na, das ist so ein kleiner Hau drauf. Recht frech. Und naja, macht gerne mit seinen Kumpels alle möglichen Faxen, rennt gerne durch den Zaun mal durch und probiert sich mal so aus, was man noch alles so kaputt machen kann. Also ein absolut kleiner, frecher Rabauke, aber total lieb. Rudi, schnapperst du hier an mir rum die ganze Zeit? Wenn du wüsstest, was gleich los ist. Genau. Achtung, Rudi, jetzt kommt dein Cocktail. So, jetzt müsste man das schöner sehen. Ja, jetzt geht's gleich ins Land der Träume. Ja. Du träumst vom Löwenzahn. Oh ja, wie du hier rüber galoppierst. Genau. Darfst sogar dann wieder zur Mama rüber. Sie ist wieder gerne Assistenz. Gudi. Er wird sich demnächst hinlegen. Na siehst du. Dann wird's kuschelig. Jetzt bist du ja lauter Löwenzahn. Darfst du schlafen? Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Ich komme ursprünglich aus Potsdam. Wir sind seit 10 Jahren hier und ja, für mich ist das Zuhause hier, meine Heimat. Und hier fühle ich mich wohl, hier kann ich mich entspannen. Es ist, ja, da wo andere Urlaub machen, darf ich leben. Das ist einfach schön. Aber das war am Anfang nicht ohne. So, der Hof war ja zusammengefallen. Das Haus hier stand überhaupt nicht. Und da musste erstmal alles wieder aufgebaut werden. Also im Urlaub sind wir nicht unbedingt viel gefahren. Aber dafür haben wir ja hier den Urlaub. Und wir durften uns hier als Kinder natürlich, war das das Paradies, überall Ecken, wo man spielen konnte, dann die Tiere und alles selber probieren mal mit den Tieren. Das war schön. Und langsam. Schön ist, wenn er mit dem Rücken nach oben liegt, wegen Atmen. Ja, okay. Super, Rudi. Und jetzt gerne das Handtuch da. Das macht ein bisschen um die Augen. Kurzer Check. Einer. Zwei. Zum Glück beide da. Also das erste Risiko ist natürlich die Narkose. Wie verträgt er die Narkose? Wie legt er sich hin? Schläft er gut? Schläft er zu tief? Schläft er zu kurz? Das kann uns auch passieren, der steht hier plötzlich wieder auf. Da muss man schnell reagieren. Ich bin mal selber erschrocken. Da war eine Stute, die hatte sich an der Lippe verletzt. Das wollte ich nähen. Und habe sie sediert. Und hat sie noch nicht groß interessiert, habe ich es nachdosiert und dann hat die sich einfach umgeschmissen. Also wie aus dem Nichts, bumm, flog sie hin. Das war überhaupt nie geplant, deswegen war sie natürlich nie auf irgendwas weichen. Und dann hat die ihre Beine immer unter den Eisenzaun von ihrem Paddock geschoben beim Wiederaufstehen. Da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt bricht sie sich noch das Bein, aber es ging alles gut. Das Pferd betreuen wir heute noch und es hat aber regelmäßig irgendwelche Blessuren. Das ist irgendwie. Oh Mann. Aber hier mit unserer romantischen Wiese kann eigentlich nicht viel passieren. Bei dem Eingriff selber ist das Problem der Blutung. Also wir setzen eine Ligatur. Ligatur ist Abbinden des Gefäßes, also der Blutader. Und wenn das aber nicht richtig dicht ist oder wir übersehen eins, dann kann es lange bluten. Das ist eigentlich die Kinderdecke von zu Hause. Da mit Bärchen. Ui. Das ist ein Schnorcher. Ich erlebe das auch zum ersten Mal. Ja, ist spannend. Ich erlebe eigentlich mit der Julia, mit der Tierärztin immer viele Sachen. Ja, wir haben letztes Jahr ein Pferd eingeschläft hat und es war ein bisschen traurig. Das war unsere Haflingerstute, die ist Asthmatikerin gewesen und sie stand unten mit auf der Weide und hatte sehr gewirrt, kam nicht hoch mehr den Berg durch die Bronchien. Das war alles verschlossen und sie hatte richtig zu tun, hier den Berg hochzukommen. Und als wir es dann geschafft haben, zu dritt dieses Pferd hier hochzuziehen, ist uns dann hier oben umgefallen und daraufhin hatte ich dann die Julia kontaktiert und ja, da mussten wir uns dann fürs Einschläfern entscheiden. Das war schwer, aber es war auf jeden Fall in dem Moment die richtige Entscheidung. Sie hätte sich nur gequält weiter. Thank you.
Iggy ist jetzt hier, weil er abgenommen hat, weil er nicht mehr so entspannt ist, weil er viel mautzt und ich nicht weiß, was er hat. Naja, er ist 15 Jahre alt. Ich habe natürlich Angst, dass hier eine schlimme Diagnose kommt, logischerweise, und dass ich ihn vielleicht gehen lassen müsste oder so. Ne? Das wäre das Allerschlimmste. Aber es ist ja der Lauf der Dinge. Ne? Irgendwann ist es halt soweit. Aber ich hoffe ja mal, dass er noch ein paar Jahre mitmacht. Eigentlich ist er ja noch fit, eigentlich. Ne? Gucken wir mal. Also wie gesagt, er ist 15 Jahre alt. Vor 15 Jahren war ich noch in meiner Studentenzeit. Wir haben in einer WG gewohnt und damals viel Jägermeister getrunken und deshalb ist es der Jägi geworden. Deshalb heißt er so, genau. Also ich habe zwar kein Kind, aber er ist wie ein Kind. Also es ist wirklich, ja, genau, ihm muss es schon gut gehen und ja. Hallo. 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 Heute alles aufregend. Ja. Ja. Es wird schon alles gut werden. Kriegen wir schon hin. Na klar. Er ist ja Profi. Ja. Er ist ja ein Patient der ersten Stunde quasi. Genau. Er hat das letzte Mal von 5,1 auf 4,6 Kilo abgenommen. Wie ist denn jetzt so das Gefühl für die Katze? Ist er weiter schmaler geworden? Oder vielleicht hat er ein bisschen zugenommen, aber nur ein bisschen. Okay. Das Mautzen ist das Schlimmste. Okay. Weil irgendwas hat er ja, aber wir wissen halt nicht was. Ja. Und seit wann ist denn das Mautzen etwa? Das ist schon die ganze Zeit jetzt gewesen, ne? Das ist schon eine Weile, ja. Na? Hallo, Spatzel. Kommst du mal zu mir raus? Nicht freiwillig, hm? Kannst du auf deinem Bett liegen bleiben? Nein? Gut. Dann wird man jetzt erstmal Blutdruck messen. Das muss dann das Erste sein, sonst... Ja, die Box, die klauen wir dir. So, Bluthochdruck ist ja eine Erkrankung, die ganz versteckt abläuft, wie beim Menschen. Und ganz, ganz schwere Erkrankungen auslösen kann. Katzen können erblinden, die Katzen können Schlaganfälle erleiden. Und das ist natürlich sehr unschön. Und deshalb sollte das regelmäßig kontrolliert werden, wenn eine Katze älter als 10 Jahre ist. Natürlich haben wir einen Weißkittel-Effekt. Weißkittel-Effekt ist, dass die Katze natürlich weiß, dass sie beim Tierarzt ist, dass sie das komisch findet und dass natürlich wie beim Menschen auch der Blutdruck steigt in der Situation. Das heißt, der Blutdruck ist bei den ersten Messungen immer deutlich zu hoch und dann müssen wir halt ganz oft messen, damit sich die Katze so ein bisschen dran gewöhnt an das Gebrummel am Popo. Es ist natürlich wichtig, den Blutdruck zu messen, weil man gerade bei den Katzen, mit denen wird keine Leistung betrieben, mit denen wird kein Spaziergang gemacht. Wenn die eine Stunde mehr schlafen, merkt das niemand. Ja, die zeigen ja ihre Probleme nicht. Sie sind häufig so, dass sie einfach nur ein bisschen reduzierter sind und sonst keine Symptome zeigen. Und deshalb ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dass regelmäßig mal Blutdruck gemessen wird. Eine noch, mein Guter, dann hast du es. Und dann sehen wir natürlich hier Werte, die auch erhöht sind. Der Blutdruck ist bei der Katze etwa wie beim Mensch, also 120 zu 80. So in der Range suchen wir hier auch. Und da sehen wir jetzt schon, dass er da deutlich drüber liegt. So, mein Guter, hast du es geschafft? Super. Achtung. Klasse gemacht. Gut. Na, ich mache mir Gedanken, logischerweise. Ich hoffe ja, dass wir nichts Schlimmes finden. Oder dass wir was finden, was wir behandeln können. Ja, ja. Ich bin... immer ein positiv denkender Mensch und ich hoffe auch, dass wir das hier hinkriegen. Wenn es passieren sollte, dass er erblindet, na, da finden wir natürlich auch irgendwie eine Lösung. Ne? Müssen wir dann gucken, wie wir es zu Hause umgestalten für ihn, aber noch haben wir das Problem nicht und deshalb, ja, gucken wir erstmal. Er macht das aber ja heute ganz. Ja, souverän. Souverän. Außer, dass er sein Winterfell da lässt, macht das sehr souverän. Bisschen mal rum. Dann würden wir jetzt Blut nehmen, dabei bleiben oder lieber nicht heute. Ich gehe raus. Gut. Ja, nein. Ich kann es nicht sehen, wenn es ihm nicht gut geht, weil das tut ja dann weh und lieber so. Gut, bis dann. Ja, es kommt häufig vor und für uns ist es auch so, dass die Griffe sehr routiniert sitzen und die Tiere zum Teil sogar deutlich entspannter sind, wenn der Besitzer, der die ganze Zeit die Luft anhält, nicht mehr mit im Raum ist. Also dieser Stress, den der Besitzer hat, der überträgt sich sehr doll, aber auch bei den Hunden besonders. Und die wissen nicht, warum sie Angst haben sollen, aber sie merken, dass ihr Herrchen oder Frau schon Angst hat. Und dann geht dort automatisch, kippt die Stimmung, sage ich jetzt mal. Und bevor uns ein Besitzer umkippt, was wir natürlich auch nicht wollen, dann trennen wir lieber die Gespanne. Nur, mein Guter? Ich muss eine noch. Glatte, 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 glatte. Ja, ja. Ja, ich weiß. Pieps. Alles gut. Ich weiß. Ist
gut, ist gut, ist gut. Okay. Ja, ja, ist gut. Ja, ist schon vorbei. Kannst du ihn locker lassen. Weißt du, ist schon da. Ui. Ein Stress heute. Zack. Auf. Super gemacht, Tapferkeitsbändchen. Oh, der Pieks. Machen wir ihm gleich noch ab, ne? Das ist dann nicht vergessen. Gut, dann muss er noch einmal auf die Waage. Wir lassen alles liegen. Vier, vier, sechs. Hammer. Hat er doch wieder abgenommen. Na gut, dann schauen wir mal. Das bedeutet für mich, dass wahrscheinlich die Katze sich in einem Leistungsstoffwechsel befindet. Also zu viel verbrennt an Energie. Das sind ja Katzen, die sind häufig fressen sehr, sehr viel, sind sehr munter. Das heißt, die Besitzer nehmen das bei der alten Katze eher als positiv wahr. Weil sie denken auch, zweiter Frühling. Und dann werden die immer dünner, immer unruhiger, fressen immer mehr, trinken immer mehr. Und diesen Rückweg zu begleiten, dass der Stoffwechsel sich wieder normalisiert, das macht man über mehrere Wochen. Also das ist nichts, was man ganz akut machen kann. Blutdruck ist für die Katze sehr lange entstanden. Das heißt, man muss das System langsam zurückführen. Und heute ist quasi der erste Stop, wo wir schauen, wie sind die Begleitorgane betroffen. Wie schlimm ist das Herz mit betroffen? Wie schlimm ist der Bauch mit betroffen? Warum erbricht er? Und wir gucken natürlich, wie der Schilddrüsenwert heute aussieht im Blut, wie der Nierenwert aussieht, weil der mit der Durchblutung direkt mit dran hängt und wie die Elektrolyte sind, was für die Katze noch sehr wichtig bei Bluthochdruck. Ja, mein Schatz. Nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Wir sind schon da, wo wir hinnehmen. Das ist zum Beispiel die Ileozäkalklappe, das ist der Übergang vom Dünndarm in den Dickdarm. Das ist eine Stelle, wo bei der Katze ganz häufig Tumore sitzen. Das ist noch Dünndarm und da geht es dann in den Dickdarm. Ganz spannende Stelle. Das ist tatsächlich eine Kunst, abgespeicherte, gelernte Bilder mit den gesehenen abzugleichen. Also ich hatte einen sehr guten Lehrer, von daher habe ich dort, glaube ich, sehr viel, sehr schnell lernen können. Aber man lernt nie aus und immer wenn man denkt, man ist auf der Stufe einer 7, gibt es was Neues, dann fühlt man sich wieder wie 3. Also das ist das Tolle, glaube ich, auch in dem Beruf, dass es nie zu Ende ist in irgendeiner Stelle. Es geht immer weiter, was die Wissensvermehrung angeht. Und ansonsten sieht es gut aus, Jegi, ne? Du machst das fein, wir sind gleich rum. Er schläft gut und fest, Julia. So, jetzt gerne Nadel und Faden. Ja, das Spannendste ist, wenn ich dann den Hoden abgeschnitten habe und das die Klemme freilasse, ob es blutet. Das sollte da nicht bluten. Ich glaube, ich nehme noch einmal so einen dünneren Faden. Noch so, jetzt mache ich noch eine Sicherheitsligatur und dann kommt die Stunde der Wahrheit des Klemmenabmachens. Da sollte da nichts mehr bluten. Oh je. Warte mal, das ist kurz so. Gut, also Hoden Nummer 1 mache ich jetzt ab. Ich halte noch mit der Kassette. Rudi, du hast es gleich geschafft. Und dann Hoden Nummer 2. Hallo. So ein bisschen Gefäßblutungen können schon noch kommen. Okay, Rudi. Super, hast es geschafft. OP bis jetzt geglückt. Er muss noch aufstehen. Genau, da könnte eigentlich das Dunkelzimmer öffnen. Erstmal geweint, einfach Tränchen verloren. Aber das Leben geht weiter, Rudi. Das Leben geht weiter, auch ohne Ei. Genau. Oh, das Risiko ist eigentlich, dass er blöd sich vertritt. Wenn das jetzt irgendwo hart wäre, könnte er mit dem Kopf dann sich aufschaben. Deswegen ist in der Klinik sind das immer solche Gummi-Auffachboxen. Mit so dick Schaumstoff an der Seite, dass wenn sie sich irgendwo dran knallen, ihren Kopf nie einhauen oder nie verletzen. Aber hier auf der Wiese sollte jetzt nicht viel passieren. Der genießt das. Ist halt ein bisschen zu viel gesoffen. Also es kann auch eine Stunde dauern. Und wir haben das vor einer Dreiviertelstunde gegeben. Er hat noch eine Viertelstunde Schonfriss. Time after time. Jetzt. Rudi erwacht. Jawohl.
Der ist gut. Der macht das super. Um Himmels Willen, du armes Pony. Mann, oh Mann, oh Mann. Das war ein Traum, oder? Also ich war total begeistert jetzt, wie sanft er aufgestanden ist. Also er hat wirklich gewartet bis zu dem Moment, wo er wusste, ich kann's. Ich habe mich ausgeruht und ich kann's und hat ja nicht mal geschwankt. Cool. War ein sehr angenehmer Patient. Gut. Jetzt gucken wir nochmal, letzter Check, ob hier irgendwas blutet. Nö. Alles dicht. Mach's gut, Rudi. Jetzt bist du ein Wallach. Muss man den dann anders nennen? Rudo? Aber mach langsam. Ja, siehst du. Du machst das gut. Der Herzmuskel ist schon ein bisschen verdickt, ne? Wenn du es hier anguckst. Ne? Es ist ja nicht ganz lang geschnitten, ist ein bisschen verdickt. Der Vorhof ist ein kleines bisschen zu groß. Mhm. Jegi hat einen leicht verdickten Herzmuskel. Den sehen wir hier. Bei noch einer relativ gut erhaltenen Pumpfunktion und offensichtlich auch noch keinem Rückstau in den Vorhof. Also für ihn ist jetzt das Herz erstmal nicht das, die Problembaustelle. Das ist gut. Das ist für ihn auf jeden Fall eine tolle Nachricht. Und für die Frau Haustein auch. Gut gemacht. Gut gemacht. Toll. So. So eine Katze ist tatsächlich eine Herausforderung für die Besitzer, wenn man das nach Lehrbuch betreibt, mit den entsprechenden Herzkontrollen, auch mit den Blutkontrollen, denke ich, werden wir deutlich über 1.000 Euro im Jahr kommen. Generell ist es ja so, dass eine Katze in ihrem Leben einen Kleinwagen durchaus ausmacht. Und da reden wir jetzt nicht von großen Unfällen. Und auch ein Hund, wenn man so die Statistiken liest, also zwischen 15.000 und 35.000 Euro Lebenskosten sollten eingeplant sein. Du bist ja, toll. Und wir haben sehr, sehr viele Katzen, die OP oder krankenversichert sind. Und wir würden das auch jederzeit empfehlen. Ja, also wir haben tatsächlich eine wirklich hohe Zahl an versicherten Patienten. Ich würde sagen, also weit über 50% der Patienten sind versichert. Als ich fertig geworden bin mit Studieren, war das eher ein Tier. Und da wurde schon der Preis auch gewichtet am Nachkaufswert zum Teil. Also ich glaube, jeder Tierarzt kennt diesen Satz, das Meerschwein kostet 35 Euro, dafür kriege ich 10 neue, der uns natürlich sehr ärgert. In der Zwischenzeit ist es so, dass diese, zumindest in unserer Praxis, diese Aussage sich sehr gewandelt hat. So, mein Guter, steige ein, wir gucken nach deinen Blutwerten. Wir haben immer wieder Tiere, die eine sehr aufwendige und sehr teure Behandlung brauchen, aber für die Besitzer eine wahnsinnige emotionale oder finanzielle Herausforderung sind. Ein Beispiel ist unsere Ellie, ist ein Labrador, die war vor etwa einem Jahr hier, weil sie eine Lahmheit gezeigt hat und war dann bei uns im CT. Und dann war klar, dass dieser Hund sehr aufwendige Behandlungen braucht an den Gelenken und dass das nicht klar ist, ob er langfristig damit gesund werden wird. Und dann war die Darstellung des Besitzers, wenn er keinen gesunden Hund kriegt für das Geld, dann können wir ihn gleich einschläfern. Da haben wir die Ellie übernommen als Fachzentrum, haben sie mehrfach operieren lassen, haben die Gelenke, soweit es damals möglich war, gebaut. Ja, und dann war irgendwann relativ schnell klar, dass sie bei uns einziehen kann. Sehr zum Leidwesen meines Mannes, der denkt, der hätte es lieber, ich würde manchmal Akten mit heimbringen und keine Tiere. Aber ich glaube, das gehört auch dazu. Frau Haustein, er hat es geschafft. Reinkommen. Er war ganz tapfer. Das ist schön. Ja. So. Noch ein Stück offen. Also ich habe auf der Seite ein Stück offen. Ja, das ja. Genau, das ja. Aber er möchte, er schmollt. Ja. Also das sieht erstmal alles sehr schön aus. Bin super zufrieden heute. Das ist schön. Gönn euch. Es ist soweit erstmal alles okay. Und unser Herzlein, da ist es so, dass bei einer Katze, die Bluthochdruck hat, die eine Schilddrüsenüberfunktion hat, wird dieser Herzmuskel halt immer dicker und das nach innen. Das heißt, dass die Kammer innen immer kleiner wird, wo Blutvolumen durchpasst und dann hat die Katze irgendwann ein Problem. Okay. Ne? Das ist bei ihm so, dass es noch völlig in Ordnung ist. Man kann subjektiv sehen, dass der Muskel auch schon ein bisschen dicker ist, aber wenn man das auf sein Alter und seine Grunderkrankung runterbricht, ist das momentan nichts, was ihm ein Problem macht extra. Okay. Wir würden vielleicht mal noch ein Medikament für den Blutdruck mit dazu nehmen, ja, damit wir dort eben aus diesem kritischen Bereich rauskommen, der zu Endorganschäden führen kann, ja, wie wir es vorhin schon besprochen haben. Okay. Also das Herz wird ihn lange tragen, wenn wir den Bluthochdruck ein bisschen runterreguliert bekommen, sollte das Herz nicht zusätzlich ein Problem darstellen. Okay, alles klar. Du mich entschwinden lässt. Ja, genau.
Hallo. Hallo. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Auch mit einem ganz guten Gefühl. Also zumindest so vom Ultraschall, dass das alles schön ist. Da bin ich sehr glücklich drüber. Jetzt kriegt er mal die neuen Tabletten. Na, und ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg. Ja. In der nächsten Folge hofft Julia Nestler auf ein Wunder bei Stute Senta und kämpft mit der Ultraschalltechnik. Das ist schwer, weil das ist gerade ein bisschen sonnig hell und das spiegelt so. Ich habe gedacht, ich habe gerade vorhin was gesehen. Bei Lebensretter Inside, die Tierretter.